Hey ihr Lieben, herzlich willkommen bei Kreativbrunnen. Ich bin Lena und heute zeige ich euch, wie ich ein Bild vorbereite. Also die Steine einsortiere, wie ich denn painte, aus welchen Gefäßen. Also in meinem ersten Video habe ich euch ja gezeigt, wie ihr das Ganze mit diesen Zipptütchen machen könnt. Ich werde jetzt für dieses Bild, das habe ich in einem anderen Video, was zeitgleich hochgeladen wird, angeboxt. Das ist von Diamond Art Club, Tea & Books Llama, ist von Sheena Pieke und ich habe mich einfach sofort in dieses kleine, süße Llama verliebt. Hier ist es jetzt so, hier habt ihr eigentlich ein Sticker, also das ist ein Sticker, allerdings hat er noch nicht diese einzelnen Kästchen perforiert, was bei den neueren Bildern allerdings schon ist. Deshalb werde ich mir das anders vorbereiten. Ich habe jetzt hier schon mir das nochmal, also diesen Bogen einfach kopiert. Habe mir jetzt hier auch abgehakt, ob alle meine Steinchen dabei sind. Dazu bin ich halt einfach durchgegangen, habe die Nummer geguckt, die jetzt hier drauf zu sehen ist. Und habe die einfach auf meiner Legende abgehakt. So habe ich das einmal komplett durchgemacht. Einsortieren werde ich das Ganze in diesen Korb. Der hat 60 kleine Döschen. Diese sind so zum Aufschrauben. Und wenn ich noch Steine übrig habe, werde ich die einfach hier einsortieren. Ich nehme euch dazu mal ein bisschen dichter ran. So, denke ich, ist das ganz gut. Ich habe, wie gesagt, hier meine Legende, meine Steine. Was ich noch dazu brauche, jetzt, um einfach das Ganze vorzubereiten, ist hier so ein Sticker-Maker. Ich habe einen kleinen Trichter. Und ich habe eine Schere. Auch hier nochmal der Tipp. Diese Tütchen sind zwar vorperforiert, aber die reißen auch gerne mal so ein, wie sie nicht sollen. Deshalb schneide ich das immer komplett. So laufe ich nicht die Gefahr, dass ich mir die aufreiße und die ganzen Steine hier rumfliegen, ich irgendwas verliere. Ich gehe jetzt erstmal hin und schneide mir diese Legende aus. Habe ich hier solch einen Sticker Maker und meine Liste hier. So kann ich mir das nämlich ganz bequem hier drauf kleben. Ich sehe jetzt allerdings, dass das nicht ganz passt. Und ich werde mir hier die DMC-Nummern abschneiden. Ich habe ja noch hier meinen Zettel, auf dem ich dann gleich schauen kann, welches Symbol zu welchem gehört. So, ich habe mir jetzt die DMC-Nummern abgeschnitten und der Grund einfach davon ist auch, dass ich nach den Symbolen painte, denn auf der Leinwand sind ja meine Symbole drauf. Ich sehe, ich brauche dieses Symbol mit den drei Punkten, greife mein Döschen mit dem Symbol. Und die Zahl habe ich einfach auch noch dazu geschrieben, damit ich die in dem Koffer sortieren kann. Und wenn ich dann mal auf der Leinwand schauen sollte, dieses Symbol ist die Nummer 14, weiß ich in etwa, hier ist meine Nummer 14. Mit dem Sticker Maker funktioniert das jetzt so, dass ich das einfach hier oben reinstecke und dann unten dran ziehe. Und dann kommt das Ganze schon hier raus. Kann man abreißen. Mit dem zweiten Streifen mache ich das genauso. Ziehe nochmal hier unten dran.
Den kann ich dann wegstellen, den brauche ich nicht mehr. Das hier drücke ich mir noch einmal fest. Dann kann ich das auch abziehen, wenn ich es dann kann. Hier ist jetzt die restliche Klebeflasche drauf. Das kann weg. So, und jetzt gehe ich hin und schneide mir hier einfach solche Streifen ab. Dabei achte ich jetzt darauf, dass ich hier einfach nicht komplett durchschneide. So habe ich, kann ich die schön abziehen noch. Und sie fliegen mir nicht alle hier rum. So, auch das habe ich jetzt erledigt. Die ganzen einzelnen Teile abgeschnitten. Und jetzt hole ich mir die Steinchen dazu. Leg mir die jetzt so hier hin, dass ich die DMC-Nummer schon sehe. Und hier habe ich sogar ein einzelnes Beutelchen. Das ist die 141. Hier habe ich auch die 141 auf meinem Zettel. Das spiegelt jetzt sehr. Die 141 und weiß jetzt, das ist die Nummer 2 mit dem Symbol 2. Ich hole mir jetzt ein Döschen. 141, 141, die Nummer 2. Kann mir jetzt den Sticker hier einfach abziehen und auf meine Dose kleben. Stecke ich den Trichter rein. Ich muss jetzt hier aufpassen, diese kleinen runden Döschen sind leider nicht so groß. Ich bin mal gespannt, wie viel ich davon reinbekomme. Aber bis jetzt hat mich das eigentlich auch beim Painten nicht gestört, dass da nicht allzu viel reingegangen ist. Dass wir alle Steine haben. Dann kann ich das hier wegschmeißen. Mein Döschen zudrehen und habe somit schon die erste Farbe einsortiert. Dann gehe ich hin, nehme mir mein nächstes Tütchen. Das ist die 3860. Die 3860 ist hier die 43. Kontrolliere das nochmal. Und hierbei müsst ihr halt jetzt wirklich ein bisschen dabei bleiben. Das ist immer so der Punkt, der ein klein wenig Konzentration erfordert. Denn wenn ihr jetzt eine falsche Farbe zu einem falschen Symbol einsortiert, habt ihr nachher in eurem Bild auf dem falschen Symbol die falsche Farbe kleben. Man sieht es ja immer noch, der Hintergrund hat ja immer eine ähnliche Farbe und demnach kann man das so ein bisschen ableiten. Aber wie gesagt, hier ist jetzt erstmal Konzentration erfordert. Ich habe jetzt hier die 775. Auf meiner Liste ist die 775 die 21 mit diesem Löffel, würde ich sagen. 21. Ich kontrolliere das noch einmal schnell nach.
Also ich werde jetzt ganz kurz den Streifen mal auf Seite legen und mir hier eine Farbe raussuchen, bei der ich davon ausgehe, dass die ganze Farbe nicht in meinen Behälter passt. Das wäre jetzt hier die Farbe 128. Das ist die 1. Damit ich euch auch da mal zeigen kann, wie ich das so handhabe. Im Endeffekt ist das hier alles auch nur ein Vorschlag. Natürlich einfach zum Zeigen, wie ich das persönlich mache. Ihr werdet mit der Zeit euer eigenes System einfach rausfinden. Ihr werdet auch rausfinden, ob das die perfekte Aufbewahrung für euch ist oder doch lieber die Zip-Tütchen. So. Wie gesagt, ich gehe jetzt hier davon aus, dass meine Steine nicht alle hier reinpassen und nehme mir dafür einfach nochmal ein Zip-Tütchen, schreibe mir hier die Nummer 1 auf und die DMC-Nummer. Und wenn ich sowas dann habe, nehme ich mir auch ein Schiffchen dabei und fülle einfach mal alle Steine oder einen Teil der Steine in das Schiffchen. Von dem Schiffchen dann erstmal in meinen Behälter oder auf den Tisch. Und sehe da einfach jetzt schon mal, wie voll kann ich es machen. So, drehe das erstmal zu, damit nicht noch mehr auf dem Tisch landet. Stelle das weg. Und der Rest kommt dann jetzt hier rein. Ich habe jetzt auch die Zip-Tütchen benutzt, die hier bei dem Kit dabei waren. Auch das Schiffchen. Und natürlich sammle ich alle Steine wieder auf. Aber in der Regel habt ihr auch immer mehr Steine dabei, wie ihr letzten Endes braucht. Und auch das, was jetzt hier in meinem Tütchen ist, meinem aufgeschnittenen, mache ich hier in meinen Zipbeutel mit rein. Und das Ganze mache ich hier nochmal in einen Extrabeutel. Den habe ich dann einfach in meinem Koffer dabei. Falls mir dann das Döschen leer geht, kann ich das hier wieder auffüllen. Als nächste Farbe haben wir die Farbe 318. 318. Ist das Symbol Nummer 9. Nummer 9, 318. Die 603 ist hier das Symbol Nummer 18. 18, 603, 603. Wie gesagt, hier das versuche ich auch alles so in einem Rutsch zu machen, dass mich da einfach nichts durcheinander bringt und ich die dann alle was genau einfach hab. Hey!
Ich habe jetzt hier noch meine letzten zwei Farben übrig. Die machen wir jetzt nochmal gemeinsam. Hier habe ich die 955. 955 ist die 31. Und hier noch einmal die 310. Von denen habe ich 4 Pakete. Schneide mir davon schon mal eins ab. Habe mir hier auch schon meine Tüte vorbereitet. Auf die mache ich jetzt hier allerdings nochmal einen Punkt, damit ich weiß, okay, von der Tüte, also von dieser Farbe, habe ich noch extra Tütchen. Die 310 ist hier die 07, der Punkt. Hier noch mal eine größere Lücke einfach, damit es schneller geht. Und dann habe ich das auch abgefüllt. Die zwei Sachen kommen dann jetzt hier in meinen Beutel zu den anderen. Moment, Döschen drehe ich zu. Dieser Beutel mache ich dann hier oben rein. Und ich bin jetzt noch hingegangen und habe hier bei Farben, die ich nochmal extra abgefüllt habe, mir hier die Ecke orange eingefärbt, damit ich weiß, okay, von der Farbe habe ich noch ein Beutelchen in meinem Netz. So, dann räume ich das mal weg, nehme das Bild mal bei. Das breite ich nämlich auch noch kurz vor und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier haben wir jetzt das kleine süße Lama mit dem Schmetterling. Ach, das ist schon schön. Und ich gehe jetzt einfach hin, ich fange hier oben rechts in der Ecke an, damit, wenn ich painte, meine Hand schon auf gepainteter Fläche liegt. Und hier unten hängt das Bild über die Tischkante rüber. Gehe ich keine Gefahr, dass mir schon geklebte Steine abfallen würden. Und ich schiebe das dann einfach nach oben. Und wenn ich es einrollen sollte und schon Steine geklebt sind, dann bitte nur nach außen. Aber ich werde ihn nicht, also wahrscheinlich nicht an diesem Platz painten, sondern auf unserem Esstisch. Genau, hier gehe ich jetzt dann noch hin. Ich habe solche Klebesheets, die sind eigentlich wie Stickerpapier. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Und das ist so die optimale Größe für mich, welchen Bereich ich halt mache. Wie gesagt, ich fange von dieser Seite an, painte in diese Richtung und mache dann den nächsten Streifen. Ich bereite mir jetzt den ersten Streifen so vor, dass ich mir diese Folie hier ein Stück auf Seite ziehe. Und ich habe mir jetzt ausgerechnet, von diesen 15 Zentimeter Sheets kriege ich 4 Stück nebeneinander, sind in etwa 14 cm. Also messe ich mir jetzt hier aus. Bis wohin die 14 cm gehen.
wäre in etwa hier. Und ich gehe nicht ganz bis nach unten. Schaue aber, dass ich genau eine Reihe treffe. Also hier und hier unten. Mir das genau so lege, dass ich diese Reihe Steinchen bzw. die oben drüber noch sauber setzen kann. Und da der Rand ja auch etwas klebrig ist, decke ich den jetzt mit dem Sheet noch mit ab. Lege mein Lineal dann rüber. Nochmal etwa 14 cm. Auf eine oder zwei Reihen kommt es da halt auch überhaupt nicht an. Aber ich teile mir das einfach gerne schon so ein bisschen ein. Und ich gehe jetzt halt absichtlich von hier nach da, damit ich das hier einfach immer so wegziehen kann und hier meine gerade Kanten habe. Letzte noch, das richte ich dann einfach hier, hier unten aus. So, und dann habe ich die Klarsichtfolie, die kann ich einfach drauflegen. Die lasse ich auch dann drauf, damit einfach das Bild vor Staub und Schmutz und so geschützt ist. Und wenn ich dann den Streifen habe, bereite ich mir den nächsten vor. So kann ich dann immer Streifen für Streifen einfach an meinem Bild arbeiten. Und somit haben wir jetzt unsere Steine vorbereitet, unser Bild vorbereitet und können optimal loslegen. Ich wünsche euch dann viel Spaß und bis zu einem meiner nächsten Videos. Tschüss!